Also, guten Abend miteinander. Auch besten Dank an Spol für die Einladung und für die Möglichkeit, zu Ihnen sprechen zu können. Und ich muss mich am Anfang sofort abgrenzen. Also, ich bin kein Projektler. Ich bin eigentlich eher der Betriebler. Ich bin derjenige, der eigentlich, wenn er Sicherheit betrachtet, darunter leidet, dass vielleicht Sicherheit und Datenschutz nicht immer den Stellenwert haben in den Projekten, den ich vielleicht mir erhoffen würde. Ich muss mich weiter abgrenzen. Ich beschäftige mich eigentlich weniger mit diesen ganz großen Projekten. Wir haben vorher gehört, dass die beiden Firmen UBS und Swisscom IT Services ja eine sehr ausgefeilte Sicherheits- bzw. Risikomanagement haben. Und das ist eigentlich genau die Abgrenzung. Ich beschäftige mich mit Sicherheit. Mit Sicherheit in konkreten Projekten. Also in dem kleinen Ausschnitt, der irgendwo auf den Folien der meiner Vorredner mal irgendwo unten unter IT Risiken stand. Und da dafür ziemlich konsequent. Und wenn Sie jetzt mal ein bisschen betrachten, ja, wovon hängt eigentlich, was hängt eigentlich von der Informationssicherheit ab? Und das gibt Ihnen dann sofort die Antwort darauf, wie hoch eigentlich Ihre Priorität im Bereich Informationssicherheit sein müsste. Und wenn Sie natürlich anfangen damit, dass vielleicht Ihr Geld davon abhängt, wie das bei einer Großbank wahrscheinlich so ist, dass doch relativ viel Geld im Spiel ist, dann ist das klar, dass es eine gewisse Priorität gibt. Wenn Sie allerdings das Ganze persönlich betrachten und sagen, ja, Ihr Ruf hängt davon ab oder vielleicht hängt auch Ihr Job davon ab oder Ihre Unternehmung hängt vielleicht das Ganze davon ab, dass Sie Sicherheitsmanagement mit der richtigen Priorität versehen oder vielleicht Ihre Gesundheit oder Ihr Leben, denken wir an den Gesundheitsbereich beispielsweise, wo Informationssicherheit ganz andere Fragestellungen hat, dann ist das klar, dass Sie da die Priorität im Informationssicherheitsbereich ganz anders setzen und sehr viel konkreter eigentlich von der Technologie oder von der Technologie wissen möchten, wie sicher sie tatsächlich ist. Betrachten wir es mal auf Ebene der Unternehmung. Was haben wir denn eigentlich für fördernde Faktoren für die Informationssicherheit? Wir haben sicher mal Gesetze und Vorschriften. Also das ganze Regelwerk, was uns der Staat zur Verfügung stellt, wir haben vorher Ausschnitte gesehen aus verschiedenen Spezialbereichen, da können Sie relativ viel mit anfangen, wenn Sie sich intensiv damit beschäftigen, aber letztendlich konkret für Ihre Informatiksicherheit oder Informationssicherheit bringt Ihnen das nicht so viel. Interne Regelungen, natürlich, da sind die Gesetze drin, aber auch das Verhalten der Mitarbeiter innerhalb der Organisation, das ist klar, das möchten Sie gerne regeln und das müssen Sie regeln und Sie müssen eigentlich darauf achten, dass die Mitarbeiter sich sicher verhalten. Archivierungsrichtlinien, Datenschutz, das sind weitere rechtliche Bereiche. Sicherheitskultur, Awareness, Sie stellen natürlich fest, dass in den letzten paar Jahren die Sicherheitsawareness sehr stark sich verändert hat, sehr stark verbessert hat. Also ich glaube, wenn ich jetzt ein bisschen optimistisch das Ganze betrachte, wir hatten noch nie so ein gutes Sicherheitsbewusstsein innerhalb der Bevölkerung, innerhalb von Projekten, innerhalb von Organisationen, wie wir es heute haben. Gleichzeitig haben wir ein paar Effekte, einige Pfeile mehr jetzt hier, die die Sicherheit in den Unternehmungen eigentlich eher schwächen. Wir haben einerseits eine extreme Softwarekomplexität. Also wenn Sie jetzt anfangen, Software zu bauen, und Sie sind ja die Projektler, die mit möglichst wenig Ressourcen und in möglichst wenig Zeit ein möglichst komplexes Produkt, nein, ein möglichst leistungsfähiges Produkt produzieren müssen, dann ist es klar, dass Sie auf sehr starke, sehr umfangreiche, sehr komplexe Hilfsmittel angewiesen sind. Verstehen Sie diese Hilfsmittel? Ja, natürlich verstehen Sie, Sie haben ja Anleitungen, Sie haben Dokumentationen. Aber wie sicher sind denn diese Hilfsmittel, die Sie da haben? Sie benutzen massiv Libraries, Sie benutzen massiv Technologien, die 3, 4, 5, 8, 10 Komplexitätsstufen eigentlich vor Ihnen verbergen und Ihnen irgendwo eine Oberfläche zur Verfügung stellen, in der Sie mit Drag und Drop einen Inputstrom in einen Outputstrom umleiten können und zwischendrin einen Verarbeitungsstrom haben. Und natürlich ist das gut, dass solche Werkzeuge existieren, aber das ist eine Komplexität, die dahinter steckt, die Sie kaum noch unter Kontrolle haben können. Dann haben wir das Problem der technischen Monokulturen. Gut, Microsoft muss ich nicht erwähnen, das ist klar, beherrscht den Desktop nach wie vor. Wir haben Cisco. Gibt es Netzwerke, große Netzwerke, die ohne Cisco laufen heutzutage? Oder große Banken, die kein Oracle einsetzen? Oder überhaupt große Datenbankverwalter, die kein Oracle einsetzen? Wir haben da eigentlich Monokulturen, wir haben drei Hersteller, die ihr jeweiliges Marktsegment dominieren und dadurch wird man natürlich anfällig, was im Microsoft-Bereich sehr oft aufscheint, wenn irgendwelche neuen
Exploits, irgendwelche neuen Hacks kommen, die wieder ganze Geschwader von einzelnen PCs lahmlegen oder mindestens unter fremde Kontrolle bringen. Und die Frage ist, warum das nicht im Cisco-Bereich oder im Oracle-Bereich nicht auch ab und zu passiert. Passiert es? Wir hören weniger, aber ist es weniger wahrscheinlich? Dann haben wir auf der rechten Seite den Freiheitsdrang der Mitarbeiter. Sie alle haben ein Notebook oder die meisten von Ihnen zumindest. Sie möchten dieses Notebook überall hinnehmen. Sie möchten von überall her auf Ihre unternehmerischen Daten zugreifen. Sie möchten von überall her kommunizieren mit der ganzen Welt, am besten auch alle möglichen Webseiten aufrufen, auch noch die Ihrer, auch noch diejenigen, die Ihre Kinder interessieren, die gerade zufälligerweise daneben sitzen, wenn Sie am Arbeiten sind. Und es ist ganz klar, dass sowas geht nicht. Aber das führt dazu, dass Sie auf diesem einen PC, der jetzt online unterwegs ist, eigentlich die ganze Sicherheitstechnik integrieren müssen, die ansonsten oder ohnehin auch in Ihrem Business-Netzwerk, in Ihrem Geschäftsnetzwerk, Betriebsnetzwerk implementiert werden muss. Also angefangen von Firewall, Virenscanner, all die ganzen Malware-Technologien, Verschlüsselung etc. Also Sie haben eigentlich in einem solchen Notebook inzwischen eine sehr, sehr komplexe Sicherheitstechnologie drin und das Ding ist draußen. Das Ding ist draußen, aber Sie können mit diesem Gerät auf sehr, sehr viel zugreifen und Sie möchten das auch. Die Mitarbeiter möchten das konsequent. Sie möchten eine Memoristik reinstecken und Ihre Kamera anschließen und etc. etc. Das Ding für alles benutzen, was Ihnen wertvoll ist. Sie haben dann die ganze Thematik Spionage und Sabotage. Natürlich das, was Sie da verarbeiten auf Ihrem Notebook oder in Ihrer Firma, ist möglicherweise auch für andere interessant. Naja, klar, die Banken haben natürlich besondere Problematiken da, weil es da wirklich um Geld geht. Aber wenn Ihre Firma irgendein Betriebsgeheimnis hat, was möglicherweise einen Wettbewerbsvorteil darstellt, ist es ganz klar, dass es Leute gibt, die daran interessiert sind, genau das in Erfahrung zu bringen. Und das ist nicht auf die Banken beschränkt, das ist Industrie, das ist Gewerbe, das ist Handel, das ist überall. Sabotage genau gleich. Betreiben Sie Webshops? Was passiert, wenn Ihr Webshop einen Tag, zwei Tage, fünf Tage ausfällt, weil zufälligerweise Ihre Firma ins Fadenkreuz geraten ist von Leuten, die mal kurz einen Distributed Denial of Service Attack auf Sie fahren? Ist das wahrscheinlich? Kommt drauf an. Sie haben die ganze Spam- und Malware-Geschichte, da muss ich nicht groß drauf eingehen, das ist ein bleibendes Problem, ein bleibendes Phänomen, wird tendenziell vielleicht stärker und wir haben dann natürlich auch die wirtschaftliche Entwicklung. Und die wirtschaftliche Entwicklung stellt eine ganz besondere Klasse von Problemen dar, weil sie die Prioritäten bei einzelnen Leuten, die sich mit Sicherheit beschäftigen, vor allem mit der technischen Sicherheit, etwas verschiebt. Ich komme gleich drauf. Wenn Sie die Presse betrachten und was da momentan so abgeht in der Presse, dann gibt es da ganz klare Top Ten. Also Sie können die Top 10 Webhacking-Technologien des Jahres 2008 im Internet recherchieren, wie das genau geht, ob eine Web-Applikation, die Sie möglicherweise auf Basis von irgendwelchen Technologien, die Sie zugekauft und eingesetzt haben, wie Sie diese Technologie hacken können, knacken können, für fremde Interessen vielleicht verwenden können. Wir wissen inzwischen, dass es natürlich große externe Organisationen gibt, die auch Interesse daran haben, auf die Informationen zuzugreifen, die wir innerhalb der Unternehmungen haben. Und ich spreche jetzt nicht nur von den Banken, sondern ich spreche grundsätzlich davon, dass auch Staaten im Interesse ihrer eigenen Wirtschaft agieren. Dann, vorneweg, das ist nicht so interessant. Was interessant ist, ist der beispielsweise, Ihr Rechner ist besetzt. Sie haben von Botnetzen gehört. Wie viele der Rechner in Ihren Unternehmungen sind besetzt? Naja, ich würde mal annehmen, dass die Firma, je größer und je besser ihr Sicherheitsmanagement ist, desto weniger das tatsächlich sind. Aber wenn Sie nicht vielleicht die Ressourcen haben, die ein UBS oder eines Swisscom IT Services einsetzen können, dann kann es ja durchaus sein, dass Sie vielleicht einen oder anderen PC mal haben, der mal wo hingesurft ist, wo er nicht hätte sein sollen. Die nächste Frage wäre dann sofort, merken Sie das? Wann merken Sie das? Wie merken Sie das? Dann gibt es Leute, wie beispielsweise Norton, das ist eine Meldung von vor einer Woche ungefähr, zwei Wochen fast, die Sicherheitstechnologien verbreiten und dann innerhalb eines Updates beispielsweise den Update als Sicherheitsviolation wiederum kennzeichnen. Das ist ein Fehler natürlich, der jetzt dieser Firma zufälligerweise passiert ist. Ist nicht stellbar.